So, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Evolutionstheorie von Lamarck. Lamarck hat eben auch eine Evolutionstheorie aufgestellt, ähnlich wie Darwin. Genau wie bei Darwin beginnt alles mit der Veränderung der Umweltverhältnisse. Beispiele dafür wären so etwas wie Trockenheit oder das Aussterben einer Pflanze, welche zuvor als Nahrung gedient hat. Vielleicht auch, dass die Blätter durch anhaltende Trockenheit nur noch weiter oben wachsen und somit Tiere, welche zu klein sind, nicht mehr in die Blätter kommen. Das beispielsweise wären Veränderungen der Umweltbedingungen. Dann gibt es ein inneres Bedürfnis. Dieses innere Bedürfnis ist, wie zum Beispiel eben erwähnt, das Erreichen hochgelegener Blätter. Jetzt wird eben anhand dieses Bedürfnisses geschaut. Wird eben etwas gebraucht oder nicht gebraucht? Wir machen das jetzt einfach mal am Beispiel des Halses. Wenn wir jetzt hohe Blätter erreichen wollen, müssen wir uns strecken. Das heißt, wir gebrauchen unseren Hals, strecken ihn ständig und dadurch wird er weiterentwickelt. Wenn wir unseren Hals jetzt aber nicht gebrauchen, weil zum Beispiel die Blätter alle nur noch auf dem Boden wachsen, reden wir jetzt mal von Gras, und auf den Bäumen gar keine Blätter mehr sind, dann würden wir unseren Hals weniger gebrauchen, das heißt Nichtgebrauch, und dieser Nichtgebrauch würde zu einer Verkümmerung führen. Nochmal kurz, Gebrauch führt zu Weiterentwicklung und Nichtgebrauch führt zu Verkümmerung. Und das wird laut Lamarck jetzt über viele Generationen weitervererbt. Das heißt, der Hals verkümmert beispielsweise immer weiter oder wird eben immer weiter gestreckt. Und so entstehen laut Lamarck neue Arten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, liken nicht vergessen, Kommentare, Anmerkungen unten rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.